Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Großer Kurfürst, beziehungsweise für mich nur Road to Bismarck. Ich werde die deutschen Schlachtschiffe vorerst nur bis zu Bismarck grinden. Stufe 9 und 10, denke ich, wird vom Replay her der Finn übernehmen. So, und heute geht es um die SMS König. Eines der stärksten bzw. auch schönsten Großkampfschiffe der kaiserlichen Marine. Gut, fangen wir mal direkt an hier mit den Fakten. Also, sie gehörte zu der nach ihr benannten Königklasse. Und sie wurde in der kaiserlichen Werft in Wilhelmshaven gebaut. Die Baukosten betrugen 45 Millionen Mark. Der Stapellauf war am 1. März 1913, die Indienststellung am 9. August 1914 und der Verbleib, naja, sie wurde am 21. Juni 1919, wie ein großer Teil der kaiserlichen Hochseeflotte, in Scapa Flow selbst versenkt. Die Länge der SMS Kaiser beträgt 174,7 Meter, die Breite 29,5 Meter und der Tiefgang war maximal 9,19 Meter. Die SMS König hatte eine Verdrängung von maximal 28.600 Tonnen und sie hatte eine Besatzung von 1.136 Mann. Als Antriebsaggregat dienten 15 Marinekessel und 3 Sätze Parsons Turbinen, die die benötigte Leistung von 43.300 PS lieferten, die das Schiff dann auf eine Höchstgeschwindigkeit von 21 Knoten oder 39 km/h beschleunigten. Hier im Spiel sind es 21,6 Knoten. Sie hatten drei, also sie hat drei dreiflüglige Propeller mit einem Propellerdurchmesser von 3,8 Meter, also sehr, sehr große Propeller, finde ich. So, kommen wir zur Bewaffnung. Das zeige ich euch natürlich so ganz schön. Wir haben einmal hier die Hauptartillerie. 10 mal 2, nee, 5 mal 2, 30,5 cm Geschütze. Wie gesagt, auf 5 Türme verteilt in Doppellafetten. Dann haben wir die Sekundärbatterie. Fangen wir mit der an. Das ist nämlich das mit dem größeren Kaliber. Hiervon hat sie wie viel? 14. Mal 15 cm Sekundärbewaffnung. Dann hat sie noch hier die, wie viel sind das hier? 4x2 105 mm Doppellafetten Flakkanonen. Die waren im Original, glaube ich, nicht mit enthalten. Genau. Außerdem hatte die SMS Kaiser Torpedorohre, die aber hier im Spiel nicht beinhaltet sind, weil das doch dann ein bisschen zu overpowered wäre. So, kommen wir zur Panzerung. Wir fangen vom Kern an. Moment. Machen wir alles mal schön weg. So. Ah, ne, die brauchen wir. Genau. Wir haben. Das Zitadellentorpedo hat eine Panzerungsdicke von 50 cm, die Zitadelle von quer ab 270 mm. Die Türme waren mit 53 cm relativ stark gepanzert. Sie hatten aber eine ziemlich schwache vertikale Panzerung, waren also anfällig durch Munition, die in einem hohen Bogen geflogen kam.
Genau. Tun wir hier mal das Ganze hier mal dazu machen. Also hier, wie man vorne sieht, Deck und Bugbeplattung, also fast keine Panzerung. Bis auf hier den Panzerungsgürtel mit 150 mm. Hier, das ist auch sehr interessant, hier den eigentlichen Hauptpanzergürtel mit 350 mm. Und halt dann natürlich hier den Kommandoturm auch wieder mit 350 mm. Aber jetzt frage ich mich doch mal ganz ehrlich, wo haben die jetzt hier die 409 mm hin? Weil es wundert mich jetzt gerade ein bisschen, wo die versteckt sind. Können es ja mal auseinandernehmen. Hä? Also irgendwie stimmt hier das nicht ganz. Ah, okay, 330 bis 409. Interessant, interessant, die. Ah, die einzelnen Ringe sind verschieden krass gepanzert. Interessant. Auf jeden Fall. Gut, wie gesagt, noch zur Manövrierbarkeit. Wie gesagt, Höchstgeschwindigkeit 21,6 Knoten. Wendekreisradius 620 Meter. Ruderstellzeit 13,5 Sekunden. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Verborgenheit brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Wir gehen relativ früh auf. Ja. Wir haben 47.100 Trefferpunkte. Und was ich eigentlich ganz gut finde, Torpedoschutzschadensverringerung von 22%. Also kann man arbeiten. Also wir können ja mal hier schauen im Vergleich zu New Mexico. Wie viel hatten die? 40%. Okay, ja, never mind, ne? Aber ich denke, man kommt damit klar. So, also, soweit Daten, Fakten. Wir werden jetzt mal sie im Gefecht testen. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier im Gefecht. Und was ich noch vergessen hatte, zu erzählen, glaube ich zumindest, nämlich die Einsätze der König. Und die König, der größte Einsatz der König war die Skagerrakschlacht. Da wurde sie quasi, war sie auch das Flaggschiff unter dem Konteradmiral Paul Behncke. Und es ist auch dann an der Spitze von der deutschen Schlachtflotte gefahren. Und es hat dann 10 Treffer, 10 schwere Treffer und 5 oder 6 mittlere Treffer einstecken müssen. Und ja, das hat dann in etwa 45 Tote verursacht. Und das Schiff, das blieb auch nur am Schwimmen, aufgrund, weil es halt so gut konstruiert war. Ja, und dann hat es halt noch ein bisschen Küstenbeschuss gemacht auf diverse Inseln in der Ostsee, glaube ich, und dann hat sich noch ein kleines Duell mit einer Küstenbatterie von dem Kap Kniast, heißt die Batterieanlage, auf der Insel Ösel geliefert. Ja. Und ja. Dann wurde sie selbst versenkt im Skagerrak Fjord, aber das wisst ihr. So, die Runde habe ich gestern aufgenommen. Ups, genau. Bin ich aus Versehen aufs Mauspad gekommen, hat sich schon einen Schuss geleert. Und mit den Leuten, mit denen ich hier gerade mitfahre, hier einmal hier mit dem Rock Talk, den habe ich gestern im Stream in Anführungszeichen kennengelernt und ja, wir haben halt miteinander ein paar Runden gefahren. Flugzeugträger 2 Runden. Ja, und ihr seht, wir sind halt hier und was jetzt im Moment unser Team macht, ihr seht es. Eigentlich fahren alle auf die, sagen wir, eine Seite rüber bis auf die Emile Bertin. Und jetzt geben wir hier unsere erste Salve auf eine Emile Bertin, die aber, glaube ich, abdreht und ja, wenn nur ein Treffer kassieren. Und hier die Emile Bertin und die Karlsruhe hier, wenn ihr es seht. Da hinten hinschauen. Hier die beiden.
sind da schon ziemlich ring und jetzt probiere ich hier das Feuer auf die Omaha zu eröffnen. So. War fast ein bisschen zurück, aber bam! Zitadelle, wir haben ca. 17.000 Schaden auf sie gemacht. Ganz gut und ja, die wird jetzt sterben. So, und da ich mir dann gedacht habe, ja, jo, hier ist ja nichts mehr, habe ich gedacht, ich drehe einfach mal um. Weil ihr seht, hier die Karlsruhe ist schon gestorben. Und ich tue dann quasi unsere Basis beschützen, weil ich gesehen habe. Genau, die ist jetzt auch tot. Bam. Ja. Habe ich mit dem Kumpel gesagt, ja komm, lass mal umdrehen. Und oh ja. Das kann nicht gut gehen. Ja. Habe ich auch geschrieben, ja, dass wir uns aufteilen sollen. Und ja, jetzt ratet mal, was passiert. Die Dugatrion rasselt jetzt auch gleich nochmal in mich rein. Glaube ich zumindest. Ja. Ja, es tut mir leid, ich bin ein dummes, fettes Schlachtschiff. Nachdem wir jetzt hier schön Kuschelkurs gemacht haben. Sind wir jetzt auf dem Weg? Und genau da wollte ich dann noch hier auf die Emile Bertrand eine Salve abgeben. Aber die wird vermutlich nicht treffen. Oder, ja. Alles auf dem Berg abgeprallt. Man kann es ja mal probieren. Und jetzt sehe ich hier gerade die Kuma, die ganz offensiv da reinfährt. Mein Kumpel gibt eine Salve ab, beziehungsweise mein Mitspieler. Overpants, das sieht man bei den Deutschen. Ich. Bumm. Kabum. Here we go. Erster Devastating Strike. Haben schon mal unseren Schaden insgesamt mal schon mal auf 38.000 erhöht. Und dahin kommt eine schöne Phoenix angefahren. Die nehmen wir jetzt gleich auch noch unter Kreuzfeuer, glaube ich. Genau. Aber ich glaube, da haben wir ein bisschen, ja, hätten wir weiter vorziehen müssen, um die da die Zitadelle zu erwischen. Aber sei es wie es sei, hier kommt auf einmal eine Dugatrio ziemlich nah an uns heran. Und ihr seht, unsere Danae ist dort. Hier einmal eine volle Breitseite auf die Dugatrio, halt zwei Durchschläge. Und hier kommen die Torpedos. Und ich habe echt schon gedacht, dass die mich treffen. Aber ja, wir konnten noch ein bisschen Torpedo-Beats machen und dann sehen wir hier die Niklas vor uns sich einsmoken. Ja, tun wir jetzt auch gerade nochmal eine Salve auf sie abfeuern. Und dann bumm, ihr seht, die eigene Kuma hat die Niklas getorbt. Und die Kuma kommt jetzt auch relativ gefährlich nahe. Weil Kuma ist eigentlich ein ziemlich starker Kreuzer, vor allem was Torpedos betrifft, weil die Torpedos halt so schnell nachladen. Also, genau, da seht ihr die zwei Fächer, denke ich, von der Kuma. So, und jetzt macht die Kuma einen Fehler und dreht Breitseite. Ja gut, da ist der zweite Devastating Strike da. Jetzt haben wir noch die zwei Kreuzer. Und der Rest von unserem Team, was ich ganz gut fand, hat sich jetzt einfach aufgeteilt und ist darüber gefahren. In Richtung Basis. Und ja,
Jetzt gebe ich eine relativ unnötige Salve ab, beziehungsweise ich warte erstmal. Hier aber. Ihr habt es gesehen, die wäre jetzt eigentlich nicht nötig gewesen. So, jetzt haben wir nur noch eine Emile Bertin da hinten. Und wenn ihr hier auf die Karte guckt, seht ihr ja da, dass sich dann in New York uns nähert. Und die andere New York, die, ja, schibbert da noch irgendwie rum. So. Ich warte, bis sich die Emile Bertin gescheit Breitseite zeigt und dann haben wir hier auch noch Confederate gekriegt. Also Unterstützer. Wären wir beide nicht umgedreht, hätten wir dann auch vermutlich so. Hier haben wir jetzt Torpedo Beats. Ui, also das war krass. Autsch. Und jetzt sehen wir, dass hier die beiden New Yorks auf uns Kurs nehmen. Deshalb signalisiere ich auch meinem Team, dass sie jetzt in Richtung Basis vorfahren sollen. Keine Ahnung, halt cappen sollen. Na, erste Salve, naja, nicht so gut. Deutsche Streuung, wisst ihr. Ich habe das Schiff mal mit Adrenalin Rush gespielt, beziehungsweise mit. Ich weiß gar nicht, wie der Perk auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall, wenn eure HP sinkt, das ladet ihr schneller nach und. Aber trotzdem habe ich jetzt mir gerade nochmal hier einen Heal reingedonnert. Unser Freund sieht nicht mehr so. Hat noch Hälfte der HP gegen 2 Full HP New York. Also ich sage ja mal so, die König ist eigentlich im Vergleich, im direkten Vergleich zu New York, denke ich, schon besser, auch was Panzerung betrifft und alles, aber seht selbst. Wir splisen jetzt hier vor. Aber da war dann RNG nicht mehr so gnädig mit mir. Seht's, zu weit vorgehalten. Ja, aber da haben wir dann noch Großkaliber gekriegt, beziehungsweise High Caliber. Und ja. Unser Team beginnt jetzt die Ding zum Cappen. Ui. Na, nochmal 6000. Schaden. Die dreht jetzt aber auch ab, habt ihr gesehen. Und ouch. Unser Rocktalk sieht nicht mehr so gut aus. Hat sich halt nicht. Zeigt halt perfekte Breitseite zur König. Und wird dann auch von der anderen König jetzt gefinished. Ich wollte dann, weil die König eigentlich, die New York besser zu mir stand. Habe ich dann hier eine Salve auf die abgegeben. So. Jetzt ging es wieder zurück zu. Ja. Und ihr seht, unsere Secondary macht auf. Kommen nochmal gut. Wir haben jetzt schon die 100.000 Schaden überschritten. Und
Hier probiere ich mich dann eigentlich ein bisschen anzuwinkeln, aber es hat nicht ganz funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Schweren Hit kassiert. Und da hat unser Team die Basis erobert. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann um die Bayern geht. Macht's gut und tschüss.